Nach mehr als 2 Jahren Pandemie können wir diesen Sommer wieder ohne große Einschränkungen in den Urlaub fahren. Wer den Flieger nimmt, muss dieses Jahr aber deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor der Pandemie. Das geht aus einer Untersuchung des Vergleichsportals Check24 hervor. Bei den 10 Zielen, die von den Deutschen am häufigsten gebucht werden, sind die Flugtickets im Durchschnitt um satte 44% angestiegen. Vor allem Urlauber, die nach Spanien reisen wollen, müssen deutlich mehr bezahlen. Vor Corona kostete der Hin- und Rückflug in das beliebte Urlaubsland im Durchschnitt 165 Euro. Im Sommer 2022 sind es im Schnitt 272 Euro und damit 65% mehr. Auch für Flüge nach Italien sind die Preise angestiegen. Vor der Pandemie kostete ein Flug hin und zurück durchschnittlich 173 Euro. Nun bezahlen Urlauber im Schnitt 273 Euro pro Flugticket, 58% mehr als 2019. Die Flüge nach Portugal sind 2022 ebenfalls deutlich teurer. Im Jahr 2019 waren es noch durchschnittlich 256 Euro pro Flugticket. In diesem Sommer sind es im Schnitt 390 Euro, ein Plus von 52%. Doch wo kann man aktuell noch günstig Urlaub machen? Die Türkei lockt zum Beispiel mit Schnäppchenangeboten. Die hohe Inflation im Land sorgt für Preise, die das Sparerherz höher schlagen lassen. Eine Woche All-Inclusive für gut 400 Euro ist keine Seltenheit. Wichtig ist, lesen Sie Bewertungen der Hotels gut durch, bevor Sie buchen. Informieren Sie sich auch über Berichte zu Überbuchungen. Auch in Bulgarien und Albanien lässt sich günstig Urlaub machen. Die Hotel- und Flugpreise liegen auf niedrigem Niveau. Gleichzeitig fliegen immer mehr Fluggesellschaften aus Deutschland dorthin. In beiden Ländern gibt es ähnlich wie in der Türkei angesichts der hohen Inflation vor Ort derzeit jede Menge Urlaub für den Euro. Zum Beispiel eine Woche in der albanischen Hafenstadt Flora. Eine dreiköpfige Familie zahlt für Flug und Hotel insgesamt 700 Euro mitten in der Hochsaison. Auf der naheliegenden Insel Korfu müssen Reisende fast das Dreifache dafür bezahlen.